Unterricht hinsetzt, dann ist das ein bisschen schwierig. Und da braucht man sich zu bewegen oder sich so zu sitzen, dass man keine Schmerzen im Rücken hat und so weiter. Und deshalb sollte man auch sich überlegen, als Vortragende, wie lange man spricht und was man sagt, und dass man vielleicht ein bisschen auch mit den Leuten Kontakt hat, damit sie nicht schlafen. Dir, Barakallahu fikum, habe ich gemerkt, dass manche Brüder falsch sitzen oder bestimmte Sitzungsarten haben, die verboten sind. Der Prophet Muhammad hat das mindestens verboten. Wie zum Beispiel, dass manche sich stützen auf der linken Hand. Auf der linken Hand stützen. Oder dass manche sich auf die beiden Unterarmen stützen so und strecken die Beine nach vorne und die machen so. Oder diese Art Sitzung, wie der Bruder zum Beispiel, am Freitag. Das heißt Al-Habi, dass man so macht und da sitzt man. Oder Barakallahu fikum, dass man die beiden Hände nach hinten macht und dann stützt man auch die beiden Hände und dann streckt man die Beine nach vorne. Das sind bestimmte Sitzungsarten, die der Prophet Muhammad verboten hat. Mindestens sagen die Gelehrten, unerwünscht sind diese Sitzungsarten. Deshalb sollte man aufpassen, wie man auch sitzt. Und meine Empfehlung ist, wenn du Rückenschmerzen bekommst oder wenn du Rückenschmerzen hast, dann versuch mal immer gerade zu sitzen. Dein Rücken sollte gerade sein. Nicht so sitzen, nicht so. Weil du so immer Schmerzen haben wirst. Aber wenn du so sitzt, das bedeutet, dein Rücken ist zur Erde senkrecht und du sitzt. Und wenn du dann Probleme hast und so weiter, dann kannst du deine Sitzung ein bisschen ändern. Ja? Aber dann, inshallah, ist es besser für dich, in diesem Fall besser zu sitzen. Sitzen, wie wir stehen, wie wir sprechen, was wir sagen, wie wir miteinander umgehen und wie wir beten, wie wir fasten, wie wir, das wird alles wurde erwähnt. Und bestimmt, wenn in dieser Religion solche, was für Leute Kleinigkeiten sind, erwähnt sind, dann mit Sicherheit sind die größeren Themen auch erwähnt im Islam. Und es gibt Lösungen für die Probleme, die die Muslime haben in der Religion. Barakallahu fikum, Jazakallahu khair.